Willkommen in der So geht das Küche mit einem neuen, ganz verrückten, kreativen Rezept. Heute versuchen wir mal Mousse au Chocolat zu machen und zwar aus einer bzw. zwei, wenn man Wasser als Zutat nennen darf, Zutaten. Und zwar ist das Einzige, was ihr braucht, Schokolade, die mindestens 60% Kakaogehalt hat und Wasser. Und das war's. Angeblich. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich bin sogar sehr gespannt, weil wenn das funktioniert, wäre das ziemlich cool. Ihr braucht 200 Gramm von der Schokolade. Die ist hier noch so einzeln verpackt, sehr umweltschonend. Und die müsst ihr dann schmelzen. Und das könnt ihr in der Mikrowelle machen oder im Topf. Es riecht schon mal lecker nach Schokolade. Aber das hat Schokolade nun mal so an sich, dass sie lecker nach Schokolade riecht. Und ich rühre jetzt einfach die ganze Zeit, weil ich nicht will, dass die Schokolade anbrennt. Wenn ihr das unterm Wasserbad macht, müsst ihr nicht die ganze Zeit rühren. So, die Schokolade ist jetzt ziemlich flüssig. Und dann braucht ihr 180 Milliliter Wasser und die kippt ihr dann hier mit rein. So. Man sieht schon, dass das zu einer Masse schon eingedickt ist. Und jetzt soll man das über einem Wasserbad mit Luft aufschlagen. Und das Wasserbad muss kalt sein. Also wir hatten das jetzt hier kurz in der Gefriertruhe, damit das schön kalt wird. Und jetzt kommt der Topf hier rein. Und das mit hier dran. Mal, wie viel Geschirr ich gespart habe. Und jetzt muss man das aufquirlen. Und ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht voll klecker mit Schoki. Okay. So. Time is over. Ziemlich flüssig. Erinnert mich eher an Pudding als an Mousse au Chocolat. Ich fülle das jetzt mal hier in diese Gläser. Und dann packen wir das im Kühlschrank und gucken, wie das gleich ausschaut. So, die Mousse au Chocolat ist aus dem Kühlschrank raus und sie ist auf jeden Fall hart geworden. Aber ist sie auch Mousse oder ist sie Pudding? Guck mal da rein. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Mousse bezeichnen. Also es ist nicht richtig schaumig. Es ist eher hart. Schmeckt halt wie eine Tafel Schokolade. Aber Mousse au Chocolat schmeckt ja auch so. Wie soll es auch schmecken? Da ist nur Schokolade und Wasser drin. Es schmeckt nach Schokolade. Also es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn ihr das selber zu Hause nachmachen wollt, würde ich euch aber raten, das statt mit Wasser einfach mit Milch zu machen, weil ich glaube, dass das dann besser schäumt. Ja, aber schmeckt sehr nach Schokolade. Ja. Das war's. It's over, it's over, it's over.